Ich erteile als erstem Redner dem Kollegen Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Corona hat und bringt immer noch in diese Welt hunderttausendfachen Tod und noch viel mehr Leid. Und es sieht ganz so aus, dass das Virus auch eine der schwersten Wirtschaftskrisen dieses Jahrhunderts verursachen wird. Und es liegt schonungslos die blinden Flecken der Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben, offen. Und wenn man mal ein Beispiel erwähnen müsste, ist das das ausbeuterische System der Fleischindustrie, wo Corona etwas gezeigt hat, was seit Jahren falsch läuft und was wir ändern müssen. Und ich hoffe, die Bundesregierung hat den Mut, nicht nur Eckpunkte zu verabschieden, sondern hier auch deutlich zu machen, dass das in Gesetz reinkommt, dass das umgesetzt wird. Das ist bitter nötig, dass wir hier handeln. Und dieses Beispiel zeigt, dass es nicht nur darum geht, die Folgen der Corona-Krise jetzt mit einem Konjunktur- und Investitionsprogramm zu versuchen aufzufangen. Nein, wir müssen uns auch um die Ursachen und Folgen der anderen Krisen kümmern, allen voran der Klimakrise. Das ist die Aufgabe unserer Zeit, meine Damen und Herren. Und ich bin da sehr froh, dass sich die Wirtschaftswissenschaft eigentlich einig ist. Es gibt niemanden Ernstzunehmendes aus der Wissenschaft, der jetzt sagen würde, wir müssen Klimakrise und andere politische Ziele aufgeben, um wieder in fossile Energien und andere vergangene Technologien zu investieren. Nein, die Botschaft der Wissenschaft ist an der Stelle klar, jetzt in die Zukunft, in Digitalisierung, in erneuerbare Energien, in Elektromobilität und vieles andere zu investieren. Meine Damen und Herren, dazu brauchen wir einen Zukunftspakt, der die Grundlagen dafür legt, dass wir nicht in die nächste Krise rutschen. Und wir müssen aus der Finanzkrise lernen. Nämlich damals haben wir wieder in fossile Technologien investiert. Wir haben Abwrackprämien gemacht, während China und Südkorea in Batterietechnologie investiert hat. Und das Ergebnis kann man heute besichtigen. Das war ein Fehler. Daraus müssen wir lernen. Das dürfen wir leider nicht wiederholen. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich mir angucke, was die Bundesregierung jetzt macht, da ist die Lufthansa-Rettung ohne jede Klimaauflage, anders als Frankreich das macht. Da sind Kaufprämien für Verbrenner ganz offensichtlich im Gespräch. Und da gibt es die Ansage der Bundeskanzlerin, den europäischen Green Deal nicht in der Weise umzusetzen, dass Deutschland den gleichen Beitrag leistet. Meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was notwendig ist. Und das ist nicht das Konjunkturprogramm, was wir brauchen. Wir brauchen ein Konjunkturprogramm, das in erneuerbare Energien investiert. Dazu schlagen wir 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren vor. 100 Milliarden als Sofortprogramm zur Konjunkturstützung in erneuerbare Energien, in Verkehrswende, in die energetische Gebäudesanierung, in 1 Million Sozialwohnungen, in einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Wir müssen unser Land zum Schluss. Wir müssen unser Land klimafreundlicher machen. Wir müssen es resilienter machen gegen die Folgen der Klimakrise. Und wir müssen uns wappnen gegen alle anderen Krisen, die in Zukunft auf uns zukommen. Wir haben diese eine Chance, die müssen wir nutzen. Herzlichen Dank. Wir werden der Kollegin Dröge jetzt keine Minute abziehen. Aber ansonsten bitte ich wirklich darum, dass die Redezeiten eingehalten werden. Ich möchte heute ungern das Wort entziehen. Und noch einmal, wenn wir jeder eine Minute drüber gehen, dann sitzen wir um 17 Uhr noch hier, was keiner will, oder 18 Uhr. Als nächster, also außer uns beiden natürlich, Herr Kollege Birkwald. Als nächster Redner hat der Kollege Rüdiger Kruse, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Rüdiger Kruse sitzt im Haushaltsausschuss für seine Fraktion. Ich danke unserem strengen, aber gerechten Präsidenten für das Wort und will mich an seine Maßgaben auch gerne halten. Als wir diesen Antrag der Grünen und auch den Antrag der FDP vorgefunden haben, haben wir uns zunächst gefragt, in welcher AG sollen wir denn speziell den grünen Antrag zur Beantwortung geben? Weil da sind bildungspolitische Dinge drin, da sind Klimaschutzdinge drin.
Da ist Gendergerechtigkeit drin. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Grünen haben halt die Gelegenheit genutzt, jeder Arbeitsgruppe zu sagen, schreibt mal auf, was ihr schon immer mal haben wolltet, und dann bringen wir das ein. Könnte man machen. Aber tatsächlich fragen wir uns mal, wie machen wir es denn selber? Und natürlich, wenn wir jetzt am 2. Juni, wenn die Regierung ihr Programm präsentiert, dann wird es auch eine bunte Mischung sein, weil eben Corona alle Bereiche betroffen hat. Und dieses gleichmachende, auslösende Moment fordert uns auf, auch für alle Bereiche eine Antwort zu finden. Und jetzt ist die spannende Frage, finden wir eine, die jeweils nur in diesem Bereich gültig ist, oder schaffen wir es, eine übergeordnete Struktur zu bekommen, ein größeres Ziel, auf das wir das ausrichten können. Und was mich sehr gefreut hat bei den Debatten, die hier laufen, ist, dass wir in der Zielvorstellung ziemlich ähnlich sind. Wir wollen uns mit diesem Land, wir wollen uns mit Europa und wir wollen in dieser Welt einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt, dieses Land ein nachhaltiges wird. Und wahrscheinlich deswegen ist es auch so, dass die Union drei Kollegen ausgesucht hat, die hier reden sollen, die sich auch sehr gerne und mit Leidenschaft dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Denn das, was Sie aufgeschrieben haben in Ihren Anträgen, das bildet, das kann man, wenn man es abbilden will, in die 17 Ziele der Nachhaltigkeit abbilden. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich da Gedanken machen. Meine Fraktion zumindest, können Sie sich überlegen, warum wir den Brief bekommen haben. Werde ich Ihnen aber auch sagen. Wir haben einen Brief bekommen von Prälat Wüsten, heute ganz frisch reingekommen, und der uns unter anderem schreibt, ich zitiere, bitten möchte ich Sie dabei schon jetzt, sich als Mitglied des Deutschen Bundestages für die Festschreibung eines Treibgasreduktionszieles von mindestens 55, besser noch 60% einzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hirtenbrief ist. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin ja Protestant, gilt nicht für mich. Aber es zeigt, dass der gesellschaftliche Dialog ein sehr breiter ist. Und der Brief ist gekommen, weil die CDU-Fraktion ein Positionspapier zum Green Deal verabschiedet hat. Und jetzt kann man sich ja fragen, wie ist denn die Antwort, eine konservative Antwort auf die Ereignisse der Krise? Und da spiegelt sich das wieder, was konservativ bedeutet. Konservativ heißt, das Gute zu bewahren. Das werden wir hier tun an der Stelle, wo wir sagen, da, wo wir zufrieden sein konnten mit den Strukturen, die wir in diesem Lande haben, da, wo wir die Strukturen haben, die uns auch diesen Wohlstand der letzten Jahrzehnte gegeben haben, da werden wir alles tun, um diese auch wieder herzustellen. Und da, wo wir noch nicht zufrieden waren, da, wo wir schon vor Corona gesagt haben, wir müssen Dinge verbessern, werden wir in diese Verbesserung gehen. Und das ist konservativ. Und Sie haben, Herr Krischer, vorhin gesagt, das steht auch in Ihrem Antrag drin, dass neben Corona es auch noch ein anderes Thema gibt. Wir haben vorrangig Klima genannt, da haben Sie vollkommen recht. Das gilt natürlich auch für die aufgeregte Debatte des letzten Jahres. Da gab es nämlich neben dem Klimathema auch andere Themen. Und wir als Union haben auch diese Themen immer wieder gesehen. Dadurch waren wir dann auch eine Zeit lang nicht an der Frontstellung der Debatte, weil wir nicht die Aufgeregtesten waren. Aber auch jetzt ist es so, man hat ja manchmal den Eindruck, es gäbe nichts anderes mehr als Corona, aber natürlich gibt es diese anderen Themen. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir jetzt auf einen Schlag so ungeheuer viel Mittel in die Hand nehmen, dass wir diese so in die Hand nehmen, dass wir unsere anderen Ziele, die wir seit Monaten oder teilweise seit Jahren vorbereitet haben, eben auch erreichen. Und als Haushaltspolitiker muss ich ja auch sagen, dass Olaf Scholz immer als Bazooka bezeichnet, so viel davon haben wir nicht im Schrank. Das bedeutet, Geld kann man nur einmal ausgeben. Und wenn man EU-weit 750 Milliarden in den Raum stellt, wir mit allen Garantien etc. über eine Billion, dann ist das eine Situation, die wir nur einmal machen. Und das bedeutet, dass wir gefordert sind, dies auch treffsicher einzusetzen. Und unsere Vorstellung ist, und das können Sie auch in den Äußerungen der Bundeskanzler und aller Minister und unserer Fraktion sehen, dass wir die Nachhaltigkeitskriterien dort zugrunde legen. Ich habe vorhin ja gesagt, dass es in der Zielvorstellung große Gemeinsamkeit gibt, was wichtig ist, wenn man für ein Land gemeinsame Zielvorstellungen hat. Der Weg dorthin, das sieht man auch an diesen beiden Anträgen, ist unterschiedlich. Die FDP setzt wesentlich stärker auf Marktregulierung,
Und Sie, die Grünen, setzen wesentlich stärker auf klare Direktiven. Das sind zwei unterschiedliche Modelle, die auch unterschiedliche Vorteile haben. Wir versuchen, kann man jetzt auch ganz klar sagen, als Partei der Mitte, auch dort liegen wir in der Mitte und sagen, wir wollen die bewährte Struktur der sozialen Marktwirtschaft nutzen, um eine nachhaltige Marktwirtschaft zu etablieren. Das ist unser Ziel. Und da wissen wir, dass es zum Beispiel nicht richtig ist, bei einer Einzelmaßnahme wie bei der Unternehmensrettung, bei der Hilfe für die Lufthansa, dort dann diesem einzelnen Unternehmen Vorschriften zu machen. Denn die Aufgabe des Staates ist es, den Wettbewerb insgesamt zu regulieren. Das heißt, wir müssen die umweltpolitischen, klimapolitischen oder sozialpolitischen Vorstellungen haben wir natürlich für den gesamten Bereich vorgeben. Und ich glaube, die Beispiele, die Sie gebracht haben, wenn man mal vergleicht, Staatsinterventionismus in anderen Ländern hat in der Vergangenheit nicht dazu geführt, dass diese Firmen oder die Länder besser waren. Das heißt, mit diesem Weg die unternehmerische Freiheit zu stärken und gleichzeitig den ordnungspolitischen Rahmen zu setzen, liegen wir richtig, und das wollen wir auch fortsetzen. Und deswegen begrüße ich unsere Debatte hier sehr, und ich sage auch ganz klar, wir müssen in die Lage kommen, dass wir als Parlament wesentlich stärker Einfluss darauf nehmen, dass in den Etats, die wir hier beschließen, was wir ja im November wieder tun, oder auch wenn es Nachtragshaushalte gibt, dass wir unser gemeinschaftliches Ziel der Entwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft auch festschreiben. Denn das ist unsere Aufgabe. Und die kann uns auch keiner nehmen, und die dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen, auch nicht in Kriegszeiten. Aber nochmals, ich bedanke mich bei allen, dass wir hier so konstruktiv über eine Konstruktion nachdenken, wie wir diese Unmengen an Mitteln, die wir jetzt einsetzen, so einsetzen, dass wir nicht nur die Folgen von Corona beseitigen, sondern dass wir die Zukunft stärken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Rüdiger Kruse war das und wurde hier eben noch mal gelobt von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, weil er sich so an die Redezeit gehalten hat. Andreas Bleek spricht jetzt. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, in bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit. So wird der beste Trank gebraut, der alle Welt erquickt und auferbaut. Nach diesem Rezept aus Goethes Faust haben die Grünen wohl ihren Antrag geschrieben. Mit ihrem 500 Milliarden Investitionsprogramm möchten sie eine sozial-ökologische Transformation einleiten. Trotz 81 Milliarden Schuldenloch und 750 Milliarden Investitionsprogramm der Europäischen Union wollen sie dies mit neuen Schulden finanzieren. Getreu dem Motto "Viel hilft viel" soll die Gießkanne der vermeintlichen Wohltätigkeit eingesetzt und damit unser letztes Tafelsilber, die Kreditwürdigkeit, verspielt werden. Zudem machen die Grünen keinen Hehl daraus, dass sie bei ihrem Investitionsprogramm Kennzahlen für wirtschaftlichen Erfolg völlig ausblenden. So fordern sie unter anderem, dass es bei den Kriterien und der Messbarkeit keine Engführung auf quantitatives Wachstum und das Bruttoinlandsprodukt geben darf. Stattdessen gelten Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit als wichtigste Kriterien. Das heißt, solange nur die Ideologie stimmt, kommt es auf keinen wirtschaftlichen Erfolg an. Der Antrag der Grünen könnte zweifelsohne auch als Blaupause für einen 10-Jahres-Plan einer sozialistischen Partei dienen. Wie aus dem Politbüro heraus wollen Sie dabei von oben anordnen, welche Technologien gefördert und welche Technologien verhindert werden. So gilt die Elektromobilität als ideologisch erwünscht und die Verbrennungsmobilität als ideologisch unerwünscht. Diese Haltung kann uns nicht verwundern. Ob Deutschland als größte Volkswirtschaft der Welt, Kobold als Rohstoff in Batterien oder Stromnetze als Speicher, regelmäßig leisten die Grünen mit ihren Aussagen wirtschafts- und energiepolitische Offenbarungseide. Und deshalb, nein, werte Kolleginnen und Kollegen, Ihnen kann weder bei der Wirtschaftspolitik noch bei der Energiepolitik können wir also weder die Wirtschafts- noch die Energiepolitik Ihnen anvertrauen.
Der Grundpfeiler Ihres Investitionsprogramms ist die Forcierung der Energiewende. Doch es fehlen die technischen Möglichkeiten, um den Strom aus Wind- und Sonnenkraft zu speichern. Auch die Wasserstofftechnologie ist wegen ihres geringen Wirkungsgrads keine Alternative. Und so viele Batterien und Windkraftanlagen, die für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit nötig sind, können Sie selbst unter Inkaufnahme schwerster Menschenrechtsverletzungen sowie massiver Umwelt- und Naturzerstörung nicht bauen. Der Widerstand der Bürger wächst nämlich von Tag zu Tag. Und das ist auch der entscheidende Grund dafür, warum Sie die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen kompromisslos beschleunigen wollen. Kurzum, mit unserem letzten Tafelsilber kaufen die Grünen ein sinkendes Schiff, manövrieren im Nebel, blockieren sogar das Steuer und werden so irgendwann am schroffen Felsen der Realität zerschellen. Wir werden jedoch verhindern, dass unser Land und unsere Bürger auf diesem Seelenverkäufer in Geiselhaft genommen werden. Auch dem Antrag der Liberalen können wir nicht zustimmen. Wie Sie bereits wissen, lehnen wir den Emissionshandel als Ablasshandel kategorisch ab. Allerdings stimmen wir Ihnen bei der Technologieneutralität explizit zu. Mit Technologien wie dem Dual-Fluid-Reaktor könnten ganz ohne Gaugefahr und Endlagerproblematik radioaktive Reststoffe verwertet werden. Mit der Kernkraft ist man nicht gezwungen, sich zwischen Klimaschutz oder Versorgungssicherheit zu entscheiden. Die Kernkraft hat also das Potenzial zur Zukunftstechnologie. Vielen Dank, und Sie haben nicht richtig zugehört. Der Bundestag diskutiert, wie man Konjunkturprogramme und Naturschutz verbinden kann. Ich möchte daran erinnern, dass die namentliche Abstimmung um 13.30 Uhr, also in etwas mehr als 10 Minuten, ihr Ende finden wird. Also die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht ihre Stimme abgegeben haben, sollten das jetzt tun. Und zwar nicht nur die im Saal, sondern die auch an den Fernseh- und Radiogeräten innerhalb des Deutschen Bundestages. Also, falls hier jemand zuhört und noch nicht abgestimmt hat, sollte er jetzt in die Westlobby des Bundestags gehen, um für den Bundeswehreinsatz in Mali abzustimmen. Carsten Träger jetzt von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Und ich finde, wir haben alle gemeinsam da in den letzten Tagen und Wochen vieles richtig gemacht, vieles ist noch zu tun. Und neben dem Gesundheitsschutz und dem Schutz des Lebens steht nun heute ganz klar die wirtschaftliche Erholung, die Bewältigung der Folgen und der Schäden im Fokus der Debatte. Und deswegen werden wir das größte Konjunkturpaket aller Zeiten schnüren, wahrscheinlich das größte zu meinen Lebzeiten. Und wenn man sich anschaut, was die europäischen Nachbarn tun werden, und wenn man sich anschaut, wie die Pläne der Europäischen Kommission sind, dann sprechen wir hier nicht mehr über Millionen, wir sprechen nicht über Milliarden, sondern wir sprechen hier über weit 1 Billion. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist es klar, dass wir mit dieser geballten Anstrengung natürlich Leitplanken setzen. Wohin geht die Reise der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren? Und unsere Verantwortung ist, und mein Appell, dass diese Entwicklung natürlich nachhaltig sein muss, dass sie zukunftssicher sein muss, dass sie tragen muss im besten Sinne der alten Grundsätze der Nachhaltigkeit. Ökonomie, Ökologie und Soziales gehen Hand in Hand am besten. Alles andere könnten wir unseren Kindern auch nicht erklären. Und deswegen möchte ich, weil es ja tatsächlich eine Vielfalt von Maßnahmen sein wird, die wir im Blick haben müssen, auf 3 Bereiche abheben in der Kürze der Zeit. Das eine ist die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien, die German-Energiewende, die international Beachtung und viele Nachahmer findet. Und gerade jetzt in der Krise weit mehr als 50% unserer Energieversorgung durch die erneuerbaren Energien bestritten. Und diesen Weg wollen wir kraftvoll weitergehen. Da ist noch zu tun, aber ich finde, es ist auch schon mal eine gute Zwischenbilanz erlaubt. Und das Ziel ist natürlich, dass wir 2050 klimaneutral wirtschaften. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt nächste Sitzungswoche endgültig den Solardeckel abschaffen können und auch eine Lösung für die Abstandsregelung in der Windkraft haben.
Die Energiewirtschaft, der Energiesektor geht also mit gutem Tempo voran. Es muss weitergehen, aber vor allem ist es jetzt auch wichtig, dass andere Sektoren da sozusagen mit ins Boot geholt werden. Auch da gibt es schon Ansätze, aber das Stichwort Sektorkopplung, das Stichwort Kraft-Wärme-Kopplung möchte ich ausdrücklich nennen. Diese Bereiche müssen wir im Blick haben, damit es eben gelingt, dass eben nicht nur im Energiebereich die ökologische und soziale Fortschritt gelingt. Wenn ich beim Thema Fortschritt bin, wir sprechen über Schutz und Erholung für die Industrie, dann kommt man natürlich an dem Bereich Mobilität nicht vorbei. Die deutsche Automobilindustrie ist unsere Leitindustrie mit hunderttausenden Arbeitsplätzen. Und deswegen müssen wir sie im Fokus haben. Und ich sage ganz deutlich, ich bin dabei, dass wir die Automobilindustrie unterstützen, dass wir diese Arbeitsplätze schützen, aber es muss natürlich eine Unterstützung sein, die den Wandel, die die Zukunft im Blick hat. Das Ganze muss in eine nachhaltige Richtung gehen. Und dann sprechen wir über E-Mobilität und wir sprechen aber auch über Antriebstechnologien der näheren Zukunft und der mittleren Zukunft. Das Stichwort Wasserstoff. Wir sprechen über Forschungsförderung. Wir sprechen über Pilotanlagen. Von mir aus gerne auch über die ersten Anwendungen, damit man diese Technologie zum Fliegen bringen kann. So ähnlich wie wir es bei den erneuerbaren Energien auch gemacht haben. Wir brauchen hier Unterstützung, müssen wir geben. Und da bin ich gerne dabei. Aber es geht eben darum, dass wir nachhaltige Hilfe leisten und keine Strohfeuer zünden. Und wenn wir über Mobilität sprechen, dann muss man auch mal an der Stelle sagen, es geht nicht nur um das Auto, es geht natürlich auch um den öffentlichen Nahverkehr, es geht um den Schienenverkehr, nicht zu vergessen den Radverkehr und die Lastenfahrräder. Das alles muss mit rein. Und wo findet das statt? Ganz wesentlich müssen hier die Kommunen leisten, um die Infrastruktur bereitzustellen. Deswegen müssen wir auch ihre Nöte im Blick haben und auch unsere Kommunen unterstützen in dieser Krise. Der letzte Bereich, den ich ansprechen möchte, ist der Bereich, dass wir nicht immer nur auf das Ende der Produktion schauen, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten vielmehr auch mal den Anfang der Kette in den Blick nehmen. Das Thema Ressourcenverbrauch, das Thema, was machen wir mit den Rohstoffen, die uns dieser Planet zur Verfügung steht, da bin ich der festen Auffassung, dass wir viel, viel besser werden können. Wir müssen mehr Ressourcen einsparen. Und wenn wir unsere Produkte entwickeln, die wir für unseren Wohlstand brauchen und auch haben wollen, dann müssen wir im Blick haben, wie wir sie in Zukunft auch wieder gut zerlegen können, wie wir sie recyceln können und wie wir sie auch intelligent entsorgen können. Das Stichwort ist Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft ist viel mehr als nur Abfallwirtschaft. Und hier könnten wir mit wenig Geld viele Potenziale heben und auslösen. Wir sind mit Deutschland in diesem Bereich schon Weltmarktführer. Da gibt es auch schon gute Anfänge. Aber es ist eine Chance aus dieser Krise, dass wir diese Technologie auch exportieren und bei der zukünftigen Entwicklung im Blick haben. Und da müssen wir gar nicht viel Geld in die Hand nehmen, sondern da könnten wir tatsächlich mit kluger Regulierung große Unterstützung leisten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäer haben das erkannt. Bei der Europäischen Kommission, beim Green Deal, steht das Thema Kreislaufwirtschaft ganz oben auf der Agenda. Und meine Bitte, mein Appell ist, dass es auch Teil des nationalen Konjunkturpakets sein sollte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erliegen wir nicht der Versuchung, dass wir die Klimakrise gegen Corona-Krise ausspielen, sondern suchen wir einen Weg, der uns aus beiden Krisen herausführt. Wir haben da schon vieles gemeinsam erreicht und ich glaube, wir sollten diese Krise als Chance bewerten und kraftvolle Maßnahmen ergreifen, dass wir bei beiden Bereichen vorankommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Träger. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP-Fraktion. Lukas Köhler ist der klimapolitische Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kruse, Sie haben eben darüber gesprochen, dass wir die Marktregulierung einführen wollen. Es hat ein bisschen wehgetan an so ein paar Stellen. Ich muss aber sagen, Sie haben recht. Bei einigen Punkten haben Sie recht. Ich glaube, Märkte brauchen Rahmen. Märkte brauchen Rahmen, damit sie funktionieren. Wir müssen aber diese Rahmen so klug setzen, dass sie nicht behindert werden. Und das ist das,
was passieren könnte. Ich glaube, dass das Programm der Grünen, das hier vorgelegt wurde, ich würde, Herr Bleck, Sie sagten, es ist ein Flickenteppich. Ich bin froh, dass die Grünen sich Gedanken gemacht haben. Ich habe das von Ihrer Fraktion jetzt noch nicht gesehen. Der Punkt ist, inhaltlich ist es dann wieder was anderes. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Debatte um die Corona-Maßnahmen, die wir im Moment sehen. Wir sehen, dass alle versuchen, irgendwie aus ihrem Köcher das, was sie eh schon lange mal gefordert haben, einzusetzen. Und sie sagen, Mensch, wir geben jetzt so viel Geld aus, wir machen keine neuen Ideen, wir fördern mal das, was wir eh schon immer machen wollten. Und das finde ich schade. Das finde ich schade, obwohl man bei einigen Punkten sicherlich diskutieren kann, ob es sinnvoll ist. Bei vielen würde ich aber sagen, ist es das eher nicht. Herr Träger, Sie hatten gerade von den, Carsten, du hast gerade von den Nachahmern beim EEG gesprochen. Da würde ich jetzt noch mal so ein bisschen suchen. Es gibt aber viele Leute, die sich gerade bei den erneuerbaren Energien bemüht machen. Und ich glaube, dass da ein Kern und ein Funke an Wahrheit drin liegt, über den wir reden müssen. Der Klimawandel und die Corona-Krise, das in den letzten Monaten auf drei unterschiedliche Arten verbunden worden. Und ich glaube, zwei davon sind eher irrelevant. Das eine sind diejenigen, die angesichts einer tödlichen Pandemie sich darüber freuen, dass wir sinkende Emissionen haben. Und wer Degrowth, Entschleunigung oder andere esoterischen Nonsens predigt, der hat vom realen Leben leider wenig verstanden. Wer aber meint, dass Klimaschutz jetzt ein Luxus sei, den wir uns erstmal nicht mehr leisten können, der hat nicht begriffen, dass der Klimawandel keine Modeerscheinung für jugendliche Schulschwänzer ist, sondern ein reales Problem, das in Teilen des globalen Südens schon heute in Zukunft aber noch viele, viel mehr Menschen in ihrer existenziellen Situation bedrohen wird. Und das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Es gibt mindestens eine Gemeinsamkeit, die Corona-Krise und Klimawandel zusammen haben. Sie sind eine Riesenherausforderung für die Wirtschaft. Und abgesehen von den aktuellen Rettungen bei den Liquiditätshilfen, die Unternehmen dringend brauchen, die sie auch ganz unabhängig von politischen Maßnahmen gebraucht haben, einfach um überleben zu können, müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Wirtschaft in Zukunft wieder in Schwung bringen können. Es gibt aber einen fundamentalen Kann ich die kurz unterbrechen? Aber natürlich. Weil ich eine amtliche Maßnahme vornehmen muss, die mit dem Ende der namentlichen Abstimmung zu tun hat. Ich garantiere Ihnen, dass diese Unterbrechung jetzt Ihnen mit einer Minute zusätzlicher Redezeit gutgeschrieben wird. Fantastisch. Yes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 26a. Die Zeit für die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung zu dem Bundeswehreinsatz MINUSMA ist gleich vorbei. Ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend oder sichtbar, dass seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Denn während die Abgeordneten hier diskutieren, ist direkt in der Westlobby des Bundestags immer noch bis jetzt die Möglichkeit gewesen, in Urnen die Abstimmungskarten einzuschmeißen. Allerdings sehe ich, werden jetzt hier die Schränke, wo die Karten sind, geschlossen und die Abstimmung ist beendet. Damit geht es weiter mit Lukas Köhler. Der Klimaschutz hat eine ganz, ganz andere Dimension als die Corona-Krise, weil er viel langfristiger ist. Wir müssen 2050 klimaneutral werden, um das Pariser Abkommen zu erfüllen. Das heißt aber auch, dass wir die Investitionen, die die Wirtschaft heute trifft, betrachten müssen. Ein Stahlwerk, das gebaut wird, wird in 30 Jahren abgeschrieben sein. Das heißt, es geht um die Maßnahmen, die wir uns heute überlegen. Und die Förderung der Wirtschaftsmaßnahmen, die wir heute umsetzen wollen, die müssen in diesen Investitionszyklen gedacht werden. Das zurückzustellen, den Klimawandel zurückzustellen, die Überlegungen zum Schutz des Klimas zurückzustellen, das würde nur dazu führen, dass wir die Kosten versenken, die wir heute aufrufen. Und das wäre völliger Nonsens. Wir haben kein Geld dafür, das zweimal auszugeben. Wir müssen also im doppelten Wortsinne nachhaltiges Wirtschaftswachstum erreichen. Und dabei müssen wir den Weg in eine klimaneutrale Zukunft mitbedenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zugeben, für mich als Liberalen sind Konjunkturprogramme, Konjunkturpakete schwierig. Ich bin der Meinung, der Staat soll sich raushalten. Dann macht er die beste Wirtschaftspolitik. Der Staat muss zurückstehen und nicht in irgendeiner Weise die Wirtschaft behindern. Aber in dieser aktuellen Rezession, die auf uns zukommt, ist es ja keine normale Situation, in der ich als Liberaler sagen würde, wir gehen nach dem Lehrbuch vor, sondern es ist eine vom Staat hervorgerufene Situation mit Maßnahmen, die nötig waren, um die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Und diese Maßnahmen, die wir eingeführt haben, die wir weltweit eingeführt haben, führen natürlich zu einer Rezession. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir als Staat der Wirtschaft helfen können, wieder auf die Füße zu kommen. Das
muss aber mit fairen Regeln und klaren Spielregeln funktionieren. Und das kann nicht in Einzelfördermaßnahmen sein. Wenn der Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg Abwrackprämien fordert, dann ist das der falsche Weg. Dann sind wir da wieder bei einer Forderung danach, dass wir einzelne Industrien retten, dass wir in einzelnen Bereichen vorwärts gehen. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt sein, dass wir wirkliches Fortkommen durch Entlastung schaffen. Und das ist der viel klügere Weg. Wichtig ist es jetzt, Wirtschaftskompetenz und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Und deswegen bin ich den Jugendbewegungen der letzten Jahre dankbar dafür, dass sie dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich bin allen auch hier im Haus dankbar, dass der Klimaschutz so wichtig geworden ist. Es ist ein absolut relevanter Faktor, auch in Zukunftsinvestitionen. Das sind nicht meine Ideen, die da sprechen, das sind die Ideen, die natürlich in der... Herr Theurer sieht das ganz genauso. Das ist das Ziel derjenigen, die wirklich etwas von Wirtschaft verstehen. Und das sind eben viele der Wirtschaftsbosse. Das ist der Chef von Daimler, der sagt, dass wir nicht den Klimawandel verneinen müssen, obwohl wir Corona haben. Das ist der Chef von BlackRock, der seinen Unternehmen sagt, dass sie nachhaltig in Klimaschutz investieren müssen. Und genau das sind die Wege, auf denen wir jetzt gehen müssen. Es braucht aber, und ich glaube, das ist wichtig, heute darüber nachzudenken, dass man Wirtschaftskompetenz braucht, um Klimawandel machen zu müssen. Und da, meine Damen und Herren, stehen wir natürlich an erster Stelle hier im Hohen Haus. Meine Damen und Herren, wir haben die Chance, jetzt Investitionen vorzuziehen. Und ich glaube, dass das gerade für die Energiewende extrem relevant ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die Stromnetze endlich ertüchtigt werden. Und dazu müssen wir vorangehen. Da müssen wir schneller vorangehen. Das Plansicherstellungsgesetz war nur ein erster Schritt. Wir müssen aber dafür sorgen, dass das, was wir in Zukunft an Veränderungen im Industriemarkt sehen werden, dass das endlich umgesetzt wird. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zu unnötigen Belastungen kommt, die wir nicht für den Klimaschutz einsetzen, auf der einen Seite, die aber den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir endlich darüber nachdenken, wie wir mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz umgehen. Das bringt im ersten Jahr gar nichts fürs Klima. 25 Euro gerade bei den aktuellen Energiepreisen haben Sie nichts gewonnen, um Klimaschutz zu machen. Aber Sie haben den Bürgerinnen und Bürgern viel Geld aus der Tasche genommen. Sie haben den Gießereien ihr Leben erschwert. Sie haben den Textilindustrien, die gerade die Mundschutz nähen, die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Markt genommen. Und das kann noch nicht das Ziel sein. Wir wollen Klimaschutz umsetzen. Wir wollen noch nicht die Menschen belasten. Und ich glaube, und das hatten Sie, Frau Ministerin Schulze, gestern ja noch mal angesprochen, wie gut der Emissionshandel funktioniert, sehen wir. Das sehen wir beim letzten Jahr. Das sehen wir, welchen positiven Effekt es hat. Wir sehen es aber auch an den Märkten, weil der Emissionshandel konjunkturstärkend funktioniert. Und diese Konjunkturstärken dadurch, dass er keine so hohen Energiepreise aufruft, das müssen wir mitnehmen, weil das ist der Weg, wie wir Klimaschutz wirklich umgesetzt bekommen. Und deswegen wäre die Ausweitung ein ganz klar einfaches Thema. Ein letzter Punkt. Ich hatte mich gewundert. Ich schätze den Staatssekretär Flassbart aus dem Umweltministerium sehr. Er ist ein extrem kluger Mann. Ich finde Umweltministerium, nicht Entwicklungsministerium. Und ich fand es erschreckend, dass er Maßnahmen, die hier im Hohen Haus diskutiert wird, als dumm bezeichnet. Gerade den Emissionshandel auszuweiten, als dumme Idee zu bezeichnen, finde ich unangemessen einer politischen Debatte. Und das fand ich schade, zumal Sie ja selber gesagt haben, wie gut er funktioniert. Und deswegen, meine Damen und Herren, gibt es drei Wege, wie wir jetzt umgehen können mit dem Klimaschutz und der Corona-Wandel. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen entlasten. Wir müssen Investitionen vorziehen. Wir müssen die Wirtschaft stärken und dürfen dabei aber nicht den Klimawandel und aber auch die anderen notwendigen Sachen vergessen. Meine Damen und Herren, das ist der richtige Weg in die Zukunft. Wir gehen ihn gemeinsam und freuen uns drauf. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Wie kann die Wirtschaft unterstützt werden, aber auch der Klimaschutz im Auge behalten werden? Darüber diskutieren die Abgeordneten und auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hört hier bei der Debatte zu. Bernd Rixinger spricht jetzt, Parteivorsitzender der Linken. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir Massenentlassungen verhindern, Arbeitsplätze erhalten und Beschäftigung sichern wollen, brauchen wir dringend ein anspruchsvolles Investitionsprogramm. Wenn wir die Klimakatastrophe aufhalten und ein neues Wohlstandsmodell schaffen wollen, brauchen wir einen grundsätzlichen Richtungswechsel hin zu sozialer Gerechtigkeit, hin zu einer nachhaltigen, emissionsfreien Wirtschaft.
Steuersenkungen, die Abschaffung des Solis für die einkommensstärksten 10% oder gar die Senkung des Mindestlohns, wie wir es von einigen Unionsvertretern hören, sind der falsche Weg. In einer Zeit, in der die Nachfrage weltweit eingebrochen ist, Löhne zu senken, ist nicht nur unsozial, sondern ökonomisches Harakiri. Die Mindestlöhne sind bei uns nicht so hoch, sondern deutlich zu niedrig. Milliarden an Unternehmen geben, die das Klima schädigen, Arbeitsplätze vernichten, Dividenden an die Aktionäre auszahlen oder die Mitbestimmung mit Füßen treten, kommt für uns nicht in Frage. Deshalb ist das Verhandlungsergebnis bei der Lufthansa ein schlechtes Vorbild. Staatshilfen in Höhe des doppelten Börsenwertes zu gewähren, ohne klare Bedingungen für Beschäftigungssicherung und Klimaschutz zu stellen, ist ja wohl ein schlechter Witz. Ein Investitionsprogramm muss deshalb in eine andere Richtung gehen. Der Antrag der Grünen liefert dafür übrigens eine ordentliche Grundlage. Dass wir viel mehr Geld in unser Gesundheitswesen und in die Altenpflege stecken müssen, ist in der Corona-Krise doch mehr als deutlich geworden. Wir brauchen dringend mehr Personal, bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Dem Beifallklatschen müssen endlich Taten folgen. Die Beschäftigten haben kein Verständnis mehr, dass nichts passiert. Krankenhäuser gehören in öffentliche Hand. Profit, Markt und Wettbewerb haben dort nichts verloren. Also Schluss mit den Fallpauschalen. Die Rekommunalisierung von Krankenhäusern ist längst überfällig. In diesem Bereich ist der Antrag der Grünen übrigens ziemlich schwach auf der Brust. Wenn nicht schnell ein Schutzschirm für die Kommunen aufgestellt wird, droht ein Desaster. Ausschreibungen werden zurückgezogen und die längstfälligen Investitionen in Schulen, Kitas und den Ausbau der Infrastruktur bleiben aus. Es können doch alle live verfolgen, wie groß der Sanierungsstau in den Schulen, der Personalmangel in den Kitas oder in den Bau- und Planungsämtern ist. Da muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Ein Schlüssel für wirkungsvollen Klimaschutz ist eine sozial gerechte Verkehrswende. Bereits heute würden viele Menschen umsteigen, wenn es zuverlässige und günstige Alternativen gäbe. In den Ausbau des ÖPNV, der Bahn, der Fahrradwege muss dringend investiert werden. Und die Preise müssen gesenkt und perspektivisch für den ÖPNV kostenfrei gemacht werden. Wer ernsthaft Finanzhilfen für die Bahn mit der Einsparung beim Personal verbindet, der hat den Schuss nicht gehört. Die Bahn braucht dringend mehr Personal, nicht weniger. Die Zeit ist reif. Sie haben doch gar nichts zu sagen. Ehrlich gesagt, das hat man doch jetzt gehört zu diesen Themen. Das ändert man auch nicht durch Zwischenrufe. Die Zeit ist reif für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wir wollen Automobilkonzerne und Zuliefererbetriebe umbauen zu Mobilitätsunternehmen, die einen Beitrag zur Rettung des Klimas leisten. Das schützt Arbeitsplätze und Klima. Es greift zu kurz, nur auf die Elektromotorisierung zu setzen. Die Zukunft der Automobilindustrie liegt zwar auch in der CO2-neutralen Produktion von E-Autos, aber eben auch verstärkt von Bussen, Straßenbahnen, Zügen und digitalisierter Verkehrssteuerung. Und es ist deshalb völlig richtig, wenn Sie sagen, dass fossile Verbrenner nicht gefördert werden dürfen. Es scheint mir aber, dass Sie da noch Klärungsbedarf mit Ihrem Ministerpräsidenten in meinem Bundesland Baden-Württemberg haben. Der fordert unverdrossen Abwrackprämien für Diesel und Benziner. Das nutzt übrigens auch den Beschäftigten herzlich wenig. Das ist Strohfeuerpolitik und hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Wir können die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern.
der Mehrheit durch Investitionen in Krankenhäusern und Altenheimen, in Kitas und Schulen, durch mehr bezahlbaren Wohnraum in öffentlichem Eigentum. Wir können auch durch ein gutes Investitionsprogramm das Klima schützen und sinnvolle und sichere Arbeit fördern. Die himmelschreiende Ungleichheit bei Löhnen und Arbeitszeiten, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, muss dabei auch überwunden werden. Und eins muss ich noch sagen, bei der Finanzierung sind Sie wirklich schwach auf der Brust von den Grünen. Da hätte ich mehr erwartet. Es müssen doch endlich mal die Reichen und Vermögenden zur Finanzierung herangezogen werden. Wir brauchen eine Vermögensabgabe, wir brauchen einen Einstieg in eine Vermögenssteuer. Und wer dazu nicht den Mut hat, wird kaum den nötigen sozialökologischen Wechsel herbeiführen können. Wir haben den Mut dazu. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, liebe Kolleginnen und Kollegen, gebe ich Ihnen das Ergebnis des von den Schriftführern und Schriftführerinnen Abstimmung der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali, MINUSMA, Drucksachen 19.004 und 19.585 bekannt. Abgegebene Stimmen 636. Mit Ja haben gestimmt 485, mit Nein haben gestimmt 144, Enthaltungen 7. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Damit wird also die Beteiligung der Bundeswehr an dem Einsatz der Vereinten Nationen um ein weiteres Jahr verlängert. Bis zu 1.100 Soldaten können nach Mali innerhalb dieses Einsatzes. Kai Wittacker jetzt. Lieber Kollege Rixinger, wir wollen nach Corona unsere Wirtschaft modernisieren, nicht den Marxismus einführen. Das ist der Unterschied. Also zunächst einmal möchte ich festhalten, worin sich die allermeisten Fraktionen hier in diesem Haus einig sind, nämlich, dass diese Corona-Krise eine unglaubliche Chance ist, unsere Wirtschaft zu modernisieren. Darin sind wir ja uns einig in dem Ziel, aber auf dem Weg dorthin, darüber streiten wir. Und da muss ich offen gestehen, dass mich die beiden Anträge von FDP und von den Grünen entsetzt haben. An die Kollegen der FDP möchte ich das auch sehr klar und deutlich sagen. Sie breiten sich ja auf drei Seiten in einer epischen Beschreibung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland aus. Und da merkt man schon, dass Sie da total überfordert sind. Da legen Sie nette volkswirtschaftliche Abhandlungen vor, wie sich die Wirtschaft eventuell entwickeln könnte, wenn man müsste, wie die volkswirtschaftlichen Prognosen sich denn tatsächlich als richtig oder falsch erweisen. Sie faseln was von einer Erholung in Form eines Vs oder eines Us oder eines Ls. Das ist ja alles nette Theorie. Als Volkswirt verstehe ich das auch alles. Aber wenn man so zaghaft an die Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft rangeht, dann entwickelt sich unsere Wirtschaft in Form eines Is, es geht steil bergab. Und so richtig überzeugt sind Sie ja von Ihrer eigenen Meinung ja nicht. In Ihrem Antrag schreiben Sie immerhin, mit Klimaneutralität können wir in Deutschland Geld verdienen. Aber dieser Mut verlässt Sie sofort wieder, weil Sie etwas weiter später schreiben, ein Konjunkturprogramm darf sich nicht an politischen Wunschvorstellungen ausrichten. Übersetzt heißt das, Klimaneutralität theoretisch ja, aber praktisch jetzt bitte nicht. Da kann ich nur sagen, Donnerwetter. Donnerwetter. Ich habe eigentlich gedacht, Politik bedeutet, dass man auf Basis von Fakten über politische Positionen ringt. Ich meine, wozu machen wir das Ganze hier eigentlich? Und dass Sie sich an Ihren eigenen Forderungen dann nicht orientieren, zeigt sich ja daran, dass Sie 6 Wunschvorstellungen selber formulieren. Sie formulieren was von Forschungsförderung, von keinen Kaufprämien, mehr Technologieneutralität und so weiter und so fort. Also kurzum, ich weiß nicht, wer Ihren FDP-Antrag geschrieben hat, aber Profis waren es nicht. Das ist bei den Grünen, das muss ich zugeben, deutlich anders. Auf 19 Seiten schreiben Sie sehr klar, was Sie wollen, aber offenkundig, und es betrübt mich ein bisschen, als ob man im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, haben Sie das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht verstanden. Sie schreiben, ich zitiere, deshalb müssen die notwendigen Programme an Kriterien für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Geschlechtergerechtigkeit geknüpft werden. Wenn man das so liest, hört sich das an, als ob diese Kriterien nebeneinander stehen. Das Problem ist nur, genau das tun Sie nicht. Und ich erkläre Ihnen das Prinzip, Frau Lemke, wie Nachhaltigkeit geht, gerne noch einmal.
Nachhaltigkeit ist ein Prinzip. Das bedeutet, wir versuchen, wirtschaftliche, umweltpolitische und soziale Herausforderungen miteinander zu versöhnen. Die UN hat dazu 17 Nachhaltigkeitsziele aufgeschrieben. 4 wirtschaftliche, 4 ökologische und 8 soziale und ein übergeordnetes Ziel. Darin enthalten ist zum Beispiel das Ziel des Klimaschutzes. Darin enthalten ist das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit. Aber was Sie machen ist, Sie ziehen einzelne Ziele heraus, stellen sie absolut über alle anderen. Und genau das ist eben nicht eine nachhaltige Politik. Und ebenso wenig verstehe ich, was an dem Programm selbst nachhaltig sein soll. Immerhin wollen Sie 600 Milliarden Euro unters Volk bringen. Das sind fast 2 Bundeshaushalte. Das muss man mal hier deutlich sagen. Zusätzlich. Und Sie schaffen es noch nicht einmal mit einer Silbe zu sagen, wie Sie das gegenfinanzieren wollen. Und bei den ganzen Wünschen, die Sie in Ihrem Antrag reingeschrieben haben, bezweifle ich, dass Sie mit den 600 Milliarden Euro überhaupt auskommen. Aber was mich wirklich aufregt und sprachlos macht, ist, was gerade daran nachhaltig sein soll für die junge Generation, denen so ein Schuldenpaket noch obendrauf aufzubürden, das verstehe, wer will. Und selbst wenn Sie das Geld hätten und es ausgeben könnten, Sie haben ja in Ihrem Antrag auch noch einen so schönen Mechanismus eingebaut, der dazu führen würde, dass das alles verpufft und das Geld überhaupt nicht bei den Unternehmen ankommt. Sie wollen nämlich, dass das Geld nur dorthin fließt, wenn sich die Unternehmen an die EU-Taxonomie, also an eine nachhaltige Unternehmensberichterstattung, halten. Das ist an sich ein guter Gedanke. Aber die meisten Unternehmen haben diese Berichterstattung heute noch nicht. Und sie werden es mitten in der Krise sicherlich nicht aufbauen. Und deshalb finde ich, wenn das Haus brennt, dann denkt man nicht darüber nach, wie man das Wohnzimmer neu einrichtet, sondern man löscht das Feuer erst. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und genau das machen wir auch als Bundesregierung. Wir werden gesunde Unternehmen stützen, damit sie nicht pleite gehen. Damit erhalten wir Arbeitsplätze, verhindern Armut und sichern das Wachstum von morgen. Das ist nachhaltige Politik. Und dort, wo es technisch und administrativ in der Kürze der Zeit möglich ist, werden wir auch den Klimaschutz voranstellen. Wir wollen Innovation. Wir wollen das Auto neu erfinden. Wir wollen Wasserstoff und grüne Technologie. Hier setzen wir auch Impulse. Und das Ganze machen wir mit Blick auf die Finanzen mit Maß und Mitte. Denn die schwarze Null, die ist der Inbegriff von nachhaltiger Politik. Und auch die junge Generation hat ein Anrecht auf diese nachhaltige Politik. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Wittecker. Kai Wittecker war das von der CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner in der Debatte über sozialökonomische Transformation ist Rainer Kraft. Er sitzt für die AfD-Fraktion im Umweltausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegen, geehrte Gäste. Ja, Herr Krischer, das ist natürlich, oder Sie zeigen, wie sehr Sie die Materie durchdrungen haben, wenn Sie der Meinung sind, dass, wenn wir die Art der Stromerzeugung ändern, dass es dann keine Finanzkrise mehr gibt. Damit haben Sie das Thema de facto sehr tief durchdrungen. Der Tagesordnungspunkt, über den wir sprechen, trägt die Überschrift die sozial-ökologische Transformation. Darunter geht es bei den Grünen nicht. Es ist immer der Kampf ums Ganze. Und Transformation meint nichts anderes als den Systemwechsel. Die Kollegen von Ihrer Schwesterpartei am ganz linken Rand sind da etwas ehrlicher. Während diese offen von der Errichtung eines Ökosozialismus sprechen, verstecken Sie den noch hinter allerlei Hipster-Vokabular. Was Sie uns als Antrag präsentieren, ist aber nichts anderes als Planwirtschaft nach dem Vorbild der DDR oder wahlweise eines anderen gescheiterten, real existierenden Gesellschaftsexperimentes. Gigantische Mengen an Geld sollen in ausgesuchte Industrien gepumpt werden, um dort Betriebe zu errichten, die nie etwas anderes erwirtschaften werden als Defizite. Eine Prognose, der Kollege Blecker hat es angesprochen, dass diese Betriebe sich vielleicht irgendwann einmal selbst tragen können, wird nicht mal gefordert. Mit anderen Worten, Sie wollen Zombies kreieren. Neu ist das nicht. Denn diese Praxis wird ja seit 20 Jahren im Zuge der sogenannten Energiewende geübt. 20 Jahre Voodoo-Wirtschaft auf Kosten der Steuerzahler und Energieverbraucher. Um Wirtschaftlichkeit ging es Ihnen ja auch noch nie.
Wenn es nach Ihnen geht, soll der Staat also eine künstliche Wirtschaft aufbauen und am Leben erhalten, die zwar nicht produktiv, dafür aber angeblich klimaneutral ist, wobei einfach nur jeder Hersteller sein CO2-Päckchen dem nächsten zuschiebt. Und da fangen Sie auch ganz vorne damit an. Der Staat soll bereits Start-ups fördern, damit diese dann nicht wettbewerbsfähige Produkte entwerfen. Diese sollen dann mit staatlichen Mitteln in ineffizienten Betrieben gefertigt werden und dann vom Staat vor der internationalen, besseren und effizienteren Konkurrenz geschützt werden. Herzlichen Glückwunsch. Eine komplette planwirtschaftliche Produktionskette, die vollständig an der Realität vorbeigeht und ganz auf den grünen Großstadtlauch ausgerichtet ist, aber nicht auf das reale Leben wertschöpfender Bürger. Gerade während der Corona-Maßnahmen hat sich das Auto als der Champion der Mobilität gezeigt. Und was fordern Sie jetzt? Sie fordern Beschaffungsprogramme wieder für den ÖPNV, damit diese wieder leer fahren können, und Zuschüsse für Elektrofahrräder. Und weil gerade so viel davon da ist, wollen Sie den Käufern von Elektroautos das Geld bereits bei der Vorbestellung des Wagens hinterher schmeißen. Sie wollen Flughäfen schließen, den EEG-Irrsinn weitertreiben und. Ihr gesamter Antrag mieft nach sozialistischen Amtsstuben. Und mit Ihrer Politik wird es genauso enden wie immer im Sozialismus. Irgendwann geht Ihnen das Geld anderer Leute aus. Und das Land ist dann bankrott. Nein, danke, hatten wir schon. Und die Kollegen der FDP, die kämpft mit ihrer Identitätskrise. Der Antrag liest sich wie: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die Forderungen nach Senkung von Stromsteuer und EEG-Umlage lassen doch eine Restvernunft erkennen. Aber dann erfolgt natürlich der zwanghafte Kotau von der Klimahysterie und das Anhimmeln des New Green Deal. Und am Ende wirkt das doch alles eher wie ein kleines bisschen weniger schrill grün. Lindnergrün vielleicht. Aber auch das brauchen wir nicht. Danke. Rainer Kraft war das. Hier mit deutlicher Kritik an den Anträgen, die vorliegen für diese Debatte von der FDP und der Grünen Fraktion. Jetzt der nächste Redner, Timon Gremmels von der SPD-Fraktion. Er sitzt im Wirtschaftsausschuss. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt mussten wir am Freitag Nachmittag zwei Rednerinnen und zwei Redner der AfD ertragen, die hier 7 Minuten unserer Zeit geraubt haben, sich sozusagen an allen anderen abgearbeitet haben, aber nicht einen einzigen Vorschlag geliefert haben, wie Sie sich vorstellen, wie wir die Konjunktur ankurbeln können. Nicht einen Vorschlag. Es ist erbärmlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, das haben sehr viele Menschen draußen an den Bildschirmen gesehen. Wir als SPD sagen, ja, wir müssen aus dieser größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg rauskommen. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, wir müssen die Wirtschaft unterstützen und wir müssen hier etwas tun. Und wir lesen das heute hier unter der Debatte. Wir haben ja als Große Koalition am Mittwoch schon eine Diskussion in der Aktuellen Stunde gehabt. Heute sind die Grünen und die FDP dran und unter dem Überschrift sozial-ökologische Transformation. Das kommt mir etwas bekannt vor. Im SPD-Wahlprogramm, Berliner Programm aus den 80er Jahren hieß es sozial-ökologischer Umbau. Ihr habt ein bisschen abgekupfert und Transformation draus gemacht, sei euch gestattet. Aber wir wissen, wie man sozusagen auch hier diese Chance nutzt und die Gesellschaft sozial-ökologisch weiterzuentwickeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben es auch gemacht. Wir haben es übrigens zusammen gemacht, liebe Grüne. Damals die Regierung Gerhard Schröder, Joschka Fischer. Wir haben gesagt, wir wollen aus der Atomenergie raus. Und wir haben auch gesagt, was wir stattdessen wollen. Wir haben nämlich damals die Energiewende eingeleitet mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Gemeinsam haben wir das gemacht. Und es war ein echtes Konjunkturprogramm. Wir haben da gute Arbeitsplätze geschaffen. Im Jahre 2013 waren das über 370.000 Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien. Wir haben Bürgerinnen und Bürger mitgenommen, Stadtwerke mitgenommen. Wir haben regionale Wertschöpfung generiert. Wir wissen also, wie man nachhaltig hier die Energiewende voranbringt, die Wirtschaft ankurbelt und die Menschen mitnimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daran können wir anknüpfen. Und ich bin da sehr dankbar, dass Svenja Schulz auch gute Vorschläge als unsere Umweltministerin hier geliefert hat. Weil es geht jetzt darum, eben nicht die Klimakrise und die Corona-Krise gegeneinander auszuspielen und sie auch nicht gleichzusetzen. Aber wenn wir die Chance haben, jetzt mit einem dreistelligen Milliardenbereich
Investitionen anzukurbeln, dann ist das doch die historisch einmalige Chance, beide Krisen, die existenziell sind, gemeinsam zu bearbeiten. Bei mir im Wahlkreis würde man sagen, wir werden doch mit dem Klammergebeutel gebudert, wenn wir nicht diese beiden elementaren Herausforderungen, diese beiden elementaren Krisen gemeinschaftlich auf den Weg bringen und gemeinschaftlich voranbringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen gehören diese Dinge untrennbar zusammen, auch wenn wir sie nicht gleichsetzen. Und deswegen bin ich dankbar, dass es auch gute Vorschläge aus dem Bundesumweltministerium gibt, eine Sonderabschreibung für Investitionen beim Bereich Energieeffizienz als erstes, als zweites im Bereich des Wärmesektors, Anreize für energetische Gebäudemodernisierung auf den Weg bringen. Ein weiterer Vorschlag, den ich sehr begrüße, Innovationsfonds für die Start-up-Szene auf den Weg bringen, um den Klimaschutz zu verbessern, dass wir die Umstellung der Heizungen auf Erneuerbare weiter fördern, die Förderprogramme, die sehr gut nachgefragt sind, weiter ausbauen, dass wir auch die EEG-Umlage weiter absenken, dass wir aber endlich auch die Photovoltaik und die Windkraft weiter stärken und nicht zurücksetzen. Und deswegen ist es gut, dass die Große Koalition sich jetzt endlich darauf geeinigt hat, nicht Windkraft und Photovoltaik gegeneinander auszuspielen, sondern den PV-Deckel aufzuheben und die Windkraft auszubauen. Das zeigt auch, dass diese Große Koalition zwar lange braucht, aber handlungsfähig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und wir müssen auch den Wasserstoff voranbringen. Wasserstoff soll eine zentrale Bedeutung bekommen, und wir müssen da ambitioniert vorangehen. Und deswegen brauchen wir eine Wasserstoffstrategie. Grüner Wasserstoff brauchen wir, eine Produktion mit einer Leistung von insgesamt 10 Gigawatt ist das, was wir jetzt auf den Weg bringen müssen. Das ist eine nachhaltige ökologische Politik, die der Wirtschaft hilft, der der Industrie hilft und die den Beschäftigten hilft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei den Beschäftigten sage ich Ihnen auch ganz klar, wir müssen auch im Automobilland Deutschland die Automobilbranche mit berücksichtigen. Und ehrlich gesagt, wenn ich da höre, dass Frau Göring-Eckardt der SPD vorwirft, wir wären Lobbyisten der Autoindustrie. Nein, wir sind nicht Lobbyisten, von den Vorständen von VW, von Mercedes oder von BMW. Wir sind die Lobbyisten der 2 Millionen Menschen, die im Bereich der Automobilindustrie arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deren Anwälte ist die Sozialdemokratie. Da sind wir stolz drauf. Und wir müssen den Wandel. Wir müssen den Wandel gemeinschaftlich mit den Beschäftigten, gemeinschaftlich mit den Gewerkschaften, gemeinschaftlich mit den Betriebsräten voranbringen, weil wir brauchen eine nachhaltige, zukunftsfähige Automobilwirtschaft in Deutschland, um aus der Krise zu kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen machen wir das mit den Beschäftigten, weil auch die wollen, dass wir in Zukunft und nicht in Vergangenheit investieren, weil sie wissen, nur wenn wir in Zukunft investieren, sind ihre Arbeitsplätze morgen auch noch sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sind wir stolz darauf, die Anwälte der Beschäftigten in der Automobilwirtschaft zu sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, all das, was wir jetzt entscheiden, muss zugleich ein Beitrag sein zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Wenn wir ein solches Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, müsste das ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein, und es muss einen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit leisten. Und deswegen sage ich Ihnen, dass wir pauschale Unternehmenssteuersenkungen ablehnen und auch den Vorschlag der Union, dass wir jetzt die oberen 10% um 10 Milliarden Euro entlasten, halten wir für falsch. Wir wollen stattdessen Familien stärken, wir wollen Kinder stärken. Da müssen wir investieren. Das ist unsere Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir dürfen auch nicht, das sage ich an die Adresse unseres Koalitionspartners, insbesondere auch an Herrn Pfeiffer und an den Wirtschaftsrat der Union, der jetzt sagt, man müsse klimapolitische Zielvorgaben zeitlich strecken oder erst einen Kassensturz machen. Schmarrn ist das. Wir brauchen jetzt Investitionen in diesem Bereich. Wir dürfen im Klimaschutz nicht nachlassen. Wir dürfen die Standards nicht absenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das müssen wir auch uns ganz klar mitnehmen. Und noch eins, lieber Herr Fischer, Sie haben ja vorhin gesagt, Lufthansa, ja, auch ein wichtiges Unternehmen. Aber die kriegen auch die Staatshilfen nicht als Freibrief. Auch da gibt es klare Vorgaben, dass sie bei ihren Flugzeugbestellungen 80% darauf achten müssen, energieeffiziente, energiearme Maschinen sozusagen auf den Weg zu bringen. Das ist eine klare Verknüpfung, die wir daran gelegt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen, wir sind sozial und ökologisch gut aufgestellt. Und, Herr Präsident, lassen Sie mich zum Schluss kommen mit einem Zitat. Gesamtwirtschaftlich ist nichts vernünftig, was ökologisch unvernünftig ist. Mit diesem Zitat aus dem Berliner Programm der SPD wünsche ich Ihnen ein schönes Pfingstfest. Glück auf. Vielen Dank.
Und mit diesem Zitat endet heute auch unsere Übertragung aus dem Deutschen Bundestag. Die Debatte darüber, wie man der Wirtschaft helfen kann und gleichzeitig auch den Klimaschutz im Auge haben kann, wird die Abgeordneten noch länger begleiten. Diese Anträge werden jetzt auch nicht abgestimmt, sondern nach der Debatte werden sie erstmal an die Ausschüsse überwiesen. Das heißt, es wird noch eine weitere Debatte dann auch hier im Bundestag geben.